Angenehmes Ambiente, nette Nachbarn, hausgemachte Speisen, verantwortungsvolle Fürsorge und das Ganze rund um die Uhr. Natürlich aus Leidenschaft. Sie finden, die Worte und Bilder passen nicht zusammen. Dennoch stehen sie auf einem Schild vor diesem Stall in Hessen. Tierretter.de hat diese Aufnahmen im Oktober 2017 veröffentlicht und der Landwirt hat Stellung zu seiner Tierhaltung genommen. Maden gäbe es in jedem Betrieb und Probleme mit Bindehautentzündungen, zu denen könne es ebenfalls in jedem Betrieb kommen. Aber nur weil solche unhygienischen Zustände und Krankheiten Alltag und legal sind, müssen wir sie deswegen hinnehmen? Zu den Schweinen, die nicht mehr aufstehen konnten, hat der Landwirt sich nicht geäußert. Dafür hat er betont, dass er sogar an der Initiative Tierwohl teilnehme. Die Tiere hätten mehr Platz und mehr Spielzeug. Dementsprechend muss die Frage erlaubt sein, sieht so echtes Tierwohl aus? Ein krankes Schwein wurde in einem Buchtengang separiert. Auch die Veterinärbehörden sehen dem Stall keinen Grund für Beanstandungen. Viele Tiere sind mit Kot verschmiert. Aus Sicht des Landwirts ebenfalls kein Grund für Kritik, denn die Schweine legen sich unter bestimmten Bedingungen ja selber in den Kot. Dazu muss man wissen, Schweine können nicht schwitzen. In den engen und verdreckten Buchten haben sie keine andere Wahl, als sich in ihre eigenen Exkremente zu legen. Tierquälerei ist legal, aber auch Ansichtssache. Für den Landwirt ist hier alles in Ordnung, aber die Tiere leiden hier unermesslich. Er stellt klar, wir müssen die Tiere so halten, dass sie Leistung erbringen und wir damit auch ein Einkommen erzielen können. Für die Industrie sind Tiere nur Waren, mit denen Profit erwirtschaftet wird. Dabei sind es Lebewesen, die genauso fühlen können wie wir.